Servus und willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es mal wieder ein neues Video und ich habe mir überlegt, welches Video ich hier reinballer, weil momentan ist Caldera ein bisschen, ein bisschen doof. Wir haben unsichtbare Operator, wurde jetzt heute gepatcht. Wir haben die Brennen, es ist sehr langweilig. Wir haben Shotguns unterwegs. Ist alles sehr, sehr einseitig. Und da habe ich mir überlegt, komm, ich packe Kultwaffen aus. Und zwar habe ich mir überlegt, ich gehe heute mit Mods rein und ich nehme eine XM4 mal mit und ich nehme eine Schweizer mit. Ja, also so ein bisschen altes Standard. Ja, wir wissen, die Schweiz hat einen ordentlichen Nerf bekommen. Die XM4 ist auch nicht mehr so geil. Aber ich habe mir gedacht, komm, let's go. Wir versuchen es einfach mal. Ja, die Runde war dann auch richtig cool. 17 Kills plus Win im Vierer. Ja, kann man auf jeden Fall so lassen. Ich hatte auch mega Spaß mit der Kombi. Und es waren einfach mal, es fühlte sich einfach mal geil an. Einfach mal wieder die Vanguard-Waffen auf die Seite und wieder was Modernes nehmen. War ein cooles Feeling. Die Runde hat Spaß gemacht. Viel Spaß damit. Gönnt euch das Video. Nice, Leute. No way. Hier oben. Knock. Ja. Haben wir noch eine Drohne? Nein, nein, nein. Das war mir. Ja, der kommt rein, der kommt rein. Der ist hier bei mir. Ich wollte mir gerade Platten schieben. Hab ich. Schade. Nein, der Pull ist Marve. Einer Lock. Ja, es ist klar, dass du wieder die holst, ne? Die ist angegangen. Und tschüss. Let's go. Let's go, Lowdown. Let's go, das ist ein Gegner. Noch ein Team, noch ein Team. Ich glaube, hier drin wurde eine gerest. Ja. Hier unten waren noch zwei, gell? Ist tot. Wer es noch nicht gemacht hat, würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Kostet euch keinen Cent, supportet mich unglaublich. Wir sind immer noch auf dem Weg Richtung 10.000 Abonnenten. Also ein bisschen Support da lassen, würde mich mega freuen. Und gleichzeitig möchte ich euch meinen neuen Partner vorstellen. Und zwar Hörlux. Ich habe sie schon drauf. Ja, man hat es wahrscheinlich schon gemerkt. Der hat ja gar kein Headset auf. Der Link zu meinem neuen Partner Hörlux ist unten in der Beschreibung. Geht einfach mal drauf, schaut es euch mal an. Und wer Bock drauf hat, kann sich 10% mit Phoenix 10 sparen. Let's go. Hab ich wahrscheinlich früher echt so gesagt. Es hat wahrscheinlich die meisten haben das gesagt. Einzigste? Nee, gilt nicht. Beim blauen Ping einer gelandet. Landen hier gerade ganz schön viele. Einer noch. Du bist gepusht, verlegt? Ja, ja. Hab ich. Okay. Hier auf dem Balkon, da. Hab ich. Oh, genau, wie er durchzieht. So eine Ratte, wirklich. Ja, ist so. Ende, der muss bei dir sein. Links von mir. Da kommen wir direkt unter mir. Hol du mich hier. Durchgezogen. Okay. Macht halt jeder. Er landet bei mir. Verdammt, der streckt mich nicht so. Das war dann auch gefragt. Ja. Hier ist noch einer, pass auf.
Das ist da oben irgendwo. Ja, hier ist hinten. Hier. Oh, lieber Gadei! Ein Stein. Einer noch. Und über uns. Ich treff einfach nicht, jetzt habe ich ihn getroffen. Hier drüben, ganzes Team. Wo ich hier drüben? Und da, da, ping, 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 ping. Ganzes Team. Oh, hier, zieh durch. Enya, zurück. Enya, zurück. Zwei sind da noch und hinten sind noch. Ja, stimmt. Ist recht. Fabi, komm mit. Ja, keine Ahnung, es ist jetzt doof. Wir müssen jetzt rennen. Gegen die vier haben wir keine Chance. Oh. Rechts neben dir. Ja, wir haben gesehen. Lock. Hab ich? Der hat eine Weste. Richtig. Die fighten gerade. Drei Leute sind's. Drei. Wir müssen jemanden knocken. Bitte, ich muss einen knocken. Chipbreak. Wir sind alle da drin. Fabi, das ist gefährlich. Stand. Hab einen! Oh, he's one HP. Spiel safe. Oh. Hab noch einen noch. Raus. Der ist außen hinter der Tanke. Da hinter, links. Alter Schwede. Jawohl. Noch schön gespielt, aber riskant. So wie ich die zwei Waffen zusammengebaut habe, die XM4 zuerst, ergänzt die Schalldämpfer drauf, 13,7 Zoll Rangerlauf, dazu das Microflex LED Visier, das könnt ihr auch weglassen und dafür zum Beispiel Luftelastik Umwicklungsgriff ranmachen für eine höhere ZV als Beispiel. Dann Unterlauffeldagentengriff und das Magazin 60 Schuss, bei mir in der Runde war jetzt das 45 Schuss Magazin dran, weil das bei diesem Blueprint drin war, hatte ich vergessen abzuändern, macht 60 Schuss, vor allem im Vierer-Modus. So, und die Schweizer hatte ich auch so, wie sie im Shop war, das war der GU-Mündungsschalldämpfer, 24,9 Kampfaufklärungslauf, SWAT 5 MW Lasermarkierer und Luftelastikumwicklung, kann man auch so lassen. Ein plünderer Schaft könnt ihr wegmachen und zum Beispiel ein anderes Magazin ran, als Beispiel. So wie sie im Shop drinnen war, war es jetzt nicht verkehrt. Wenn ihr die Waffen so kaufen wollt, die sind aktuell noch drin, beziehungsweise geht einfach auf XM4 auf Shop und dann könnt ihr das holen. Ob man aktuell die Entwickler unterstützen sollte mit Waffen holen, das ist mal noch dahingestellt. Ja, die Kulverwaffen sind auf jeden Fall weiterhin sehr, sehr, sehr stark und ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, nicht nur Vanguard Royal zu spielen, auch mal normales Battle Royal und dann holt die Waffen raus. Das macht definitiv Spaß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde es mich mega freuen, wenn es einen Daumen nach oben gibt. Und haut mal unten in die Kommentare, in welches Team ihr gehört. Team Vanguard, Team Cold War oder Team MW. Ja, welche Waffen spielten ihr aktuell oder seid ihr doch so die Meta-Spieler? Einfach unten mal in die Kommentare, würde mich mega interessieren. Wir sehen uns von Montag bis Freitag, 6:30 Uhr bis 13 Uhr. Macht's gut, bleibt gesund. Bis denn.